Benny, was machst du, du blöder Idiot? Hallo meine Infizierten und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil Zero mit Rebecca und Billy. Wir sind ja im letzten Part hier endlich in diesem Lager angekommen, wollte ich gerade sagen. In diesem, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. In diesem Forschungslabor-Gedöns angekommen. Und Rebecca ist ja nicht so stark. Ich habe mich natürlich wieder umgezogen, wie versprochen. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Mein Monitor steht jetzt schräg, sodass ich alles im Blick habe und nicht ständig mich so komisch hin und her bewegen muss, damit ich lesen kann, was da überhaupt steht. Und ja, wir werden uns jetzt mal hier in diesem Part ein bisschen umgucken. Also in dieser Aufnahmesession. Ich bin leicht erkältet, aber das funktioniert noch. Es schneit auch permanent irgendwie die letzten Tage hier. Und ich sollte aufhören, mich wegzudrehen und aus dem Fenster zu gucken, wenn ich erzähle. So, und ich würde sagen, wir bleiben mal in diesem Stockwerk. Da wollen wir eh nicht nochmal runter. Im letzten Part haben wir zwei Leute getroffen, die wir ja schon kennen aus anderen Teilen. Vor allem aus dem ersten und dem zweiten Resident Evil Spiel. Ja, jetzt bin ich gerade... Na, ich überlege, ob ich den echt hier warten lasse. Nee, ich weiß, was passiert, deswegen lieber nicht. So, haben wir eigentlich eine Karte? Wir haben eine. Die Tür sollte auch offen sein, aber bevor ich durch diese Tür gehe... Wow! Mann, jetzt habe ich mich vor der Spiegelung erschreckt. Jetzt geht's ja los. Okay, hier ist nichts. Sie geht noch nicht auf, da weiß ich... Da kommen wir erst sehr, sehr viel später raus. Ich finde eigentlich auch dieses Outfit von Rebecca eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei ich die Schuhe nicht mag. Und ich habe mich mal erkundigt, es... Oh Gott! Okay, ich spiele eine Minute und ich erschrecke mich zu Tode. Was? Ich muss... Also genau. Hier liegt auf jeden Fall nochmal eine Flasche. Ich weiß, dass ich mir hier nochmal Molotov-Cocktails machen kann, was ich mir auch machen werde. Denn diese Musik kündigt nämlich eine Art von Gegner an, die man nicht wirklich gut erschießen kann. Das ist also nicht sehr... Wärst du mal so freundlich? Was? Hast du mich gerade... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was hat was? Oh, ich habe keinen Platz mehr. Sag das doch. Jetzt aber. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns hier noch erwartet in diesem Spiel. So, den Rest lege ich ab. Ich habe 6 Molotov-Cocktails. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Ich überlege, ob ich das hier mal mitnehme. Ich muss ganz kurz nochmal im Inventar gucken, wer mehr Platz hat. Es macht keinen Unterschied. Beide haben relativ wenig Platz, aber es geht. So, die nehme ich mit. Jetzt mache ich Folgendes, da ich weiß, was jetzt passiert. Da habe ich mich das erste Mal, die ersten paar Male ziemlich erschrocken. Ah, Geronimo, deine Mutter stinkt! Billy, hör auf zu schießen. Hilf mir! Billy, mach was! Oh, das ist nicht wahr. Lass mich doch los, du hässliches Getier. Das ist nicht wahr. Ich hoffe, Billy ist dabei, sonst habe ich gleich ein Problem. Dim, 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 dim. Und diese Musik werden wir jetzt noch einige Male hören. Billy, komm mal mit. Ich bin auf Warnung. Okay, das erklärt einiges. Und nochmal. Was? Rebecca, was machst du denn? Billy ist hinter mir. Okay, alles klar. Billy, lauf! Scheiße, Billy wurde angegriffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert hat. Ich habe das eigentlich einfacher in Erinnerung. Scheiße! Billy! Billy, was machst du, du blöder Idiot? Wow! Okay. Ich spiele seit ein paar Minuten und ich schreie hier schon permanent rum. Let's regroup. Okay. Ja, du bist ein Held, Billy. Echt.
Mein Held, dass du dich nicht schämst, du bist so blöd. Scheiße. Okay, ich habe nur noch einen Molotov-Cocktail. Das ist nicht so praktisch, aber gut, jetzt wissen wir erstmal, dass wir da nicht mehr lang müssen. Die nächste Tür wäre gleich schräg gegenüber. Dann gehe ich da mal hin. Und ich hätte vielleicht vor der Aufnahme nochmal ganz dringend mal wohin gehen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Ah, apropos. Wir haben übrigens diese weiße Tür da gesehen. Da müssen wir noch in die Zeit einstellen. Und hier kommen wir auch noch nicht durch, da diese ganzen verblödeten Statuen die Türen zu halten. Hier sind die Speicherdinge. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Dass die da liegen, weil die brauchen wir definitiv. Wow. Okay, cool. Billy, du bist ja so cool. Du bist mein Held. Komm mit. Ah, die Umgebung ist das einfach so. Es ist so toll, dieses Spiel. Oh Gott. Sagt sie jetzt so irgendwas? Warum glänzt du so komisch, Rebecca? In dem Outfit siehst du scheiße aus irgendwie. Das gefällt mir jetzt nicht so. Vielleicht werde ich im nächsten Part dann einfach die... Oh mein Gott. Ja, ich mach das mal so. Austauschen und gib ihn mal 10 Stück. Brauchen wir den Charakter nicht zu wechseln und Rebecca kann die einfach aufsammeln. Ich glaube, wir bekommen im leichten Modus 30 Patronen und hier halt nur 15. Hier komme ich nicht durch, das brauche ich gar nicht erst zu probieren, das weiß ich noch. Aber durchs Fenster klettern tut sie ja nicht. Ah. Ich finde die Atmo hier drin so absolut abartig irgendwie. Okay, der steht bestimmt später nochmal auf. Der Baum sieht alt und vertrocknet aus. Scheinbar hat sich niemand drum gekümmert. Nein, Rebecca, die sind einfach alle tot. Das ist das Problem. Ja, obwohl. Es ist ja noch nicht so lange her, dass dieser Virus hier ausgebrochen ist. Soweit ich mich erinnere, hier runter können wir zwar, aber da kommen wir nicht weiter. Weil... Genau. Gut, alles klar. Das funktioniert schon mal nicht. Dann gehen wir halt wieder nach oben. Das Schlimme ist, ich habe halt wirklich die Hälfte des Spiels einfach vergessen. Ich weiß einfach so gut wie gar nichts mehr. Das ist total anstrengend. Es könnte natürlich wieder passieren, dass mein Controller wieder... Billy, renn du mal vor. Alles klar? Eieie! Ich lass Billy mal schießen, weil ich... Nein, schieß doch mal, Rebecca. Du komische. So, war's das? Okay, das war's. Zwei Zombies in diesem Raum. Die Gott sei Dank nicht wie in Resident Evil Remake wieder aufstehen. Entschuldigung fürs Schniefen gerade. Es gibt hier eine Schrotflinte. Die würde ich ganz gerne eigentlich mitnehmen. Ich würde deswegen sowieso sagen, dass ich Billy mal heile und Rebecca die Schrotflinte erstmal in die Hand drücke. So, es ist übrigens ein Gewehr und keine Schrotflinte. Dann tauschen wir mal. Ich weiß, dass jetzt gleich noch eine ziemlich fiese Nummer kommt, deswegen überlege ich, ob ich die Schrotflinte sogar eventuell ganz kurz mal ausrüste. Munition haben wir noch in der Halle, wenn ich mich nicht irre. Ich mache das jetzt einfach mal. So, nur kann ich die Schrotflinte ja immer noch hinlegen, falls ich jetzt doch mehr Zeug finde, als ich erwarte. Aber bevor ich das mache, werde ich mal ganz schnell Billy sagen, dass er dieses Kraut hier benutzen soll und dann mal schnell wieder zurückwechseln. So. Billy soll mal bitte vorrennen. Dieser Typ hinter uns steht halt gleich auf, das weiß ich. So. Billy, schieß. Ich schieß selbst. Billy, lass es! Falscher Knopf. Nein, Rebecca, wag es, dich mit der Schrotflinte zu schießen. Ich bring dich um. Du Blöder. Okay, das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Oder? Okay, wenn Billy nicht mehr zielt, dann ist es eh vorbei. So. Hier sind zwei Kräuter. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich mache jetzt mal
Warum mache ich das so kompliziert? Bin ich irgendwie ein bisschen doof heute oder so? Billy, nimm da wenigstens mal eins mit. Denn wir kommen sowieso gleich nochmal in einen anderen Raum. Ich habe Platz im Inventar, okay. Wir kommen von hier aus jetzt in einen Raum, den wir auch anders hätten erreichen können, aber hier haben wir jetzt halt alles abgegrast. Die Tür wurde aufgeschlossen, das heißt, wir haben einen der schlimmsten Gänge erstmal erledigt. Obwohl, der schlimmste Gang ist eh immer noch das, wo die Egelviecher auftauchen. Genau, okay, ich habe mich doch richtig erinnert. Ich habe gerade für einen kurzen Moment so gedacht, habe ich jetzt Mist erzählt? Ich brauche die Karte. Das ist immer so super, wenn die sich genau vor die Türen stellen und man die Farbe nicht erkennt. Ich möchte diese nicht ausprobieren, weil ich den Raum nicht wechseln will. Okay, die ist offen und die ist offen. Wir sind jetzt im zweiten Stock. Was ist denn noch im Keller? Also ich weiß, dass wir früher oder später das Ding definitiv noch holen müssen, den Greifhaken. Vielleicht mache ich das offscreen oder so. Mal gucken, dass ich den griffbereiter habe, dass ich da nicht... Ja, die gute Frage ist, wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich mache erstmal Folgendes. Ich gehe nochmal hier raus. Wir haben ja diese Engelstatue. Die Schrotflinte brauchen wir jetzt erstmal nicht. Vermute ich. Keine Ahnung. Die Schrotflinte lege ich hier oben hin. Das Schlimme ist, wir können diesen Raum leider nicht komplett als Ablageraum benutzen. Hier, nimm mal und leg die mal ab hier. Braucht doch kein Mensch. Ja, na, auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal hier zu einem Ziel. Das ist ja schon mal einigermaßen etwas. Auf dem Socke steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich ihnen ein neuer Weg. So, wir haben aber nur Böse. Verwenden die auch mal. Blöp. So, Böse ist definitiv nicht im Gleichgewicht, Mann. Voll nicht. Ich würde behaupten, ich gucke mir jetzt erstmal nochmal die Karte an. Wie gesagt, wir sind jetzt da in dieser Halle, wo wir vorher waren. Da ist eine Tür, die offen ist. Okay, wir haben zwei Türen, die wir benutzen können. Zwei sind zu. Ich überlege, welcher Raum hier wohl am sinnvollsten ist. Was ist denn das da? Ach, Benzinkanister, da ist das Klo. Wir bleiben mal hier in der Halle und gehen mal durch die Tür erstmal. Regulär müsste ich ja einmal im Kreis laufen, um zu gucken, ob man hier noch irgendwas findet. Ich guck mal. Aber ich glaube nicht. Aber ich finde es schon mal extrem krass, dass man da runter gucken kann. Was ich mich schon immer gefragt habe, wenn Billy da steht. Warte mal. Rebecca, geh du mal aus dem Weg. Billy, renn mal da runter. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich versuche mal, ob ich das überhaupt hinkriege. Kriege ich ihn? Ja, okay. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Ich steuere das gerade übrigens selber. Das ist, okay, man sieht es. Hallo, Rebecca. Und er kommt, sobald ich mich bewege, kommt er wieder zurück. Okay, alles klar. Dann warten wir mal ganz kurz, dass der Spacken wieder hier ankommt. Billy, du hörst dich an wie so ein Crimson Head aus dem ersten... Billy, du stehst mir voll im Weg. Bist du irgendwie ein bisschen bescheuert? Es ist heute nicht der gute Tag der Aufnahme. Es ist arschkalt in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, warum. Oh. Warte mal. Billy muss raus. Billy muss definitiv raus. Das geht gar nicht. Also das ist so ein Raum, da ist es immer sinnvoller, wenn man alleine geht. Am besten Billy geht einfach. Falscher Knopf. Let's split up. Okay. Es ist gut, wenn man einige Sachen weiß aus dem alten Let's Play oder aus Let's Plays, die man geguckt hat. Denn ich möchte es nochmal betonen, ich habe das Spiel wirklich nur ein einziges Mal gespielt. Also durchgespielt. Das sammle ich mal nicht ein. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier das Ding aus ist. Ihr hört es ja schon. Hier sind Krähen. Krähen. Und irgendjemand schreibt mir bei WhatsApp, hört auf damit, ich nehme auf. Die Pflanze ist verwelkt. Ich geh mal nicht zu nah ans Fenster, ich hab Angst. Oh, die hören sich voll scheiße an. Hört auf damit. Das ist voll eklig. Aua, das hat mir wehgetan. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument, die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoff- und Infektionseinheiten statt.
Für beide gilt Sicherheitsstufe 5, Besprechungsorte E1, W, Kontrollraum, E2, SO, Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815, also 8.15 Uhr, vielen Dank.